Du hast seit Wochen keine Matches mehr auf Tinder oder du bekommst nur ganz wenige Matches. Du glaubst, dein Tinder-Algorithmus-Score ist schon völlig am Boden oder schon im Minusbereich. Und die Frauen, die dir angezeigt werden, sehen zum Kotzen aus. Dann habe ich jetzt 5 Tipps für dich, wie du noch heute 30 Top-Matches auf Tinder bekommst. Los geht's! Der erste Tipp bezieht sich auf dein Profilbild. Viele machen hier den Fehler und wollen alle 6 Bilder auf Tinder voll machen und füllen deshalb mit schlechten Bildern auf. Nimm lieber ein gutes Bild und die anderen 5 raus. Lösche das Bild auch nochmal auf Tinder und lade es neu hoch, damit du den Frauen, die dieses Bild schon gesehen haben und die dich nicht gematcht haben, nochmal angezeigt wirst. Weiterhin ist vielleicht auch deine Selbstwahrnehmung deines Profilbildes eine andere, als wie dich andere wahrnehmen, besonders Frauen. Deshalb geh jetzt raus und frage 10 Frauen danach, wie sie dein Profilbild finden und bewerten. Und sobald auch nur 3 davon gesagt haben, dass sie es nicht so gut finden, mach ein neues. Probiere dazu zum Beispiel diese Pose und diese Lichtverhältnisse. Und falls du wissen willst, wie du solche Fotos selber machen kannst, dann klicke jetzt hier und hol dir Swipe to Lay, denn darin erkläre ich es dir Step by Step. Und die nächsten Tipps, die jetzt folgen werden, brauchst du nur dann zu befolgen, wenn dein Profilbild wirklich richtig gut ist. Der nächste Tipp ist, hol dir Tinder Gold. Mit Tinder Gold bekommst du viel mehr Matches, du wirst Frauen öfter angezeigt, du hast 5 Super Likes am Tag, du kannst deinen Standort wechseln und du kannst sehen, wer dich schon geliked hat. Und ganz ehrlich, wenn du es auf Tinder rocken willst und richtig viele Matches haben willst und 30 Matches heute noch haben möchtest, hol dir Tinder Gold. Ohne Tinder Gold wirst du nur 3 Matches machen, wo du mit Tinder Gold 30 machst. Also Tinder Gold verzehnfacht deine Matchzahl einfach. Der dritte Tipp ist, wechsle einfach mal deinen Standort. Denn wenn du deinen Standort wechselst, wirst du allen am neuen Ort angezeigt. Und falls dein Algorithmus-Score im Keller ist, dann schalte doch einfach mal einen Boost am neuen Ort an. Dann wischst du wirklich nur die allergeilsten nach rechts. Sprich 10-20% aller Frauen, die dich geliked haben. Das kannst du aber nur mit Tinder Gold sehen. Und das Ganze lässt dein Algorithmus wieder in die Höhe schießen. Deshalb machst du das Ganze auch mindestens 48 Stunden lang. Und wenn du dann wieder an deinen Heimatort wechselst, ist dein Algorithmus wieder okay und du wirst allen Frauen wieder öfter angezeigt. Der vierte Tipp ist, erweitere deinen Suchradius. Diesen Tipp finde ich persönlich ein bisschen lame, aber ich will ihn dir trotzdem nennen. Erhöhe das Alter und den Umkreis, in dem du suchst, auf das Maximum. Und swipe dann alle Frauen, die du swipen kannst mit Tinder Gold, im Umkreis von 200 Kilometern, bis keine mehr da sind. So erhältst du nämlich die maximale Reichweite in deiner Umgebung. Der fünfte Tipp ist, setze dein Profil zurück. Wenn du alles schon ausprobiert hast, was ich dir gerade gesagt habe, und es immer noch nichts hilft und du immer noch keine Matches bekommst, dann ist dein Algorithmus wahrscheinlich extrem im Keller. Dein Account wurde gestrikt von Tinder und du solltest dein Profil zurücksetzen. Gehe dazu wie folgt vor. Als erstes löschst du die Tinder-App von deinem Handy. Als zweites erstellst du dir einen neuen Facebook-Account. Dann lädst du die Tinder-App wieder neu auf dein Handy runter und dann loggst du dich mit deinem neuen Facebook-Account in die Tinder-App ein und startest von neu mit einem frischen Algorithmus-Score. Und wenn du noch mehr Algorithmus-Hacks lernen willst, dann solltest du dir auf jeden Fall Swipe to Lay holen, den Tinder-Guide für Pickup-Artists, in dem ich dir meine Tinder-Methode ganz genau erkläre, Step by Step. Klicke dazu einfach auf den Link und schau dir auf der nächsten Seite das Video und mehr Informationen zu Swipe to Lay an. Wir sehen uns dort in dem nächsten Video. Bis dahin, Peace.